Hallo miteinander! Heute werden wir zusammen einen Briefkasten basteln und euch zeigen, wie man Briefe oder Postkarten schreiben kann. Und hallo zusammen! Heute machen wir einen Briefkasten! Habe ich im Post schon gesagt? Ach schon, oh nein. Ja, okay, nicht und wir zeigen euch am Anfang, was das Allerwichtigste, was ihr braucht. Nachher braucht ihr noch ganz viel zum Dekorieren und Verzieren und Machen und Tun. Wir müssen mega viele Sachen parat machen, okay? Wir sagen euch jetzt gerade sagen, was. Ein Messer. Ein Messer, ja genau. Dann irgendeine Kartonschachtel. Kann eine kleine oder eine grosse sein. Je grösser, desto besser. Nein, je grösser, desto grössere Briefe könnt ihr drin tun. Klebeband, um sie zukleben. Feinliner zum Briefschreiben natürlich. Das kann auch ein Bleistift sein. Und noch ja. Die letzten zwei Sachen. Das ist nicht das Gleiche. Kuvert und Papier, um nachher den Brief zu schreiben. Okay, genau. Let's get started. Okay, erster Schritt. Nehmen wir die Schachtel und kleben sie zu. Reinklappen. Zack. Das Klebi kann man nachher drüber malen. Vielleicht habt ihr halt nicht das deppiges Malenklebband, macht aber nichts. Dann könnt ihr es nachher einfach irgendwie überkleben oder schon mit Papier. Gut, alles zukleben. Ich hoffe, ihr habt etwas gäbiger als mir. Ich hoffe auch, dass sie ein bisschen gäbiger als Klebi haben. Zwei Stunden später. Okay, jetzt ist es gegangen. Zu. Ich tue es nachher noch etwas mehr zukleben, aber dass ihr nicht eine halbe Stunde zuschauen, wenn ich zukleben zeige. Oh, man hat es so gerne zugeschaut. Mit dem Messer passt es ein bisschen auf, aber das ist tiptop zum Karton schneiden, wenn es so Zackli dran hat. Sehen wir das? Ja. Machen wir oben einen Schlitz, dass der Brief Platz hat, und nachher unten dran noch einen, zum Auftun, ein Türchen eigentlich, damit man den Brief nachher wieder rausnehmen kann. Sonst kommen wir ihn nicht mehr raus. Okay? Oh, das macht es noch besser. Ich zeichne es zuerst ein, wenn ihr nicht ganz sicher sind, wie gross. Was meinst du, Francesca? Ja, okay? Der ist grösser. Super. Perfekt. Okay. Und unten? So, ein Türchen. Mal schauen. Okay. Sagen, 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 sagen. Ich hoffe, ihr braucht kein Pflasterli. Aber solange die Finger nicht die ganze Zeit im Weg haben, wie ich jetzt, sollte das eigentlich kein Problem. Blümsi! Ich hoffe, wir haben nicht alle Pflasterli beim Birkenmüsli schon gebraucht. Und hier auf der Seite noch genau das gleiche. Es geht eigentlich mega einfach mit dem Messer. Zack! Okay, mal schauen. Yeah! So. Und eigentlich ist er jetzt schon fast fertig. Er ist einfach noch etwas ein langweiliger. So, mm-hmm. Wir machen ihn jetzt noch richtig farbig, bunt, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Was man dazu alles kann brauchen kann, zeigt euch jetzt Francesca. Ah! Wir haben ganz verschiedene Sachen im Haus gefunden. Zum Beispiel. Geschenkpapier. Man kann verschiedene Farben nehmen. Wir haben Stempel. Wir haben auch Korken zum Stempeln, wir haben Glitzer, wir haben Wasserfarbe, Filzstift, Neocolor. Wir brauchen einfach alles, okay? Und was nachher dabei rauskommt, seht ihr nach dem Zeitraffer.
haben jetzt alles bereitgelegt, was wir zum Briefe schreiben braucht. Wir schreiben jetzt einen Brief an jemanden, der in unserem Haus wohnt. Also noch nicht einer, der weit weg wohnt. Und für das haben wir Neocolor und Fineliner und Stifte. Ihr könnt Farbstifte nehmen, Bleistifte, wie es am besten geht für euch zum Schreiben. Ihr braucht ein Blatt Papier. Und ich schreibe jetzt an den Herrn Fuchs. Das ist mein Nachbar. Und am Anfang fällt mir immer mit einer Begrüßung an. Zum Beispiel «Hallo, Herr Fuchs» oder «Lieber Herr Fuchs». Ich schreibe jetzt «Lieber Herr Fuchs». Damit er mir zurückschreibt, muss ich ihm natürlich eine Frage stellen. Darum frage ich ihn gerade mal, wie es ihm geht. Und weil mein Magen wieder mal knurrt, habe ich mich auch gefragt, was sein Lieblingsessen ist. Das frage ich ihn auch noch gerade am besten. Oh ja, du, der knurrt schon ein paar. Du. Das ist jetzt eine ziere Zeit, hä? So, jetzt habe ich zwei Fragen gestellt, dass er mir sicher zurückschreiben kann, dass er weiss, was er schreiben kann. Und jetzt schicke ich noch liebe Grüße schicken. Ich schreibe das so auf. Liebe Grüße. Und natürlich meinen Namen, dass er weiss, von wem das der Brief kommt. So, jetzt falte ich den Brief, falten, damit er ihn nicht sofort lesen kann. So, einmal falten, vielleicht gerade noch ein zweites Mal falten. So. Und dass das nicht jemand anderes aus dem Briefkasten rausnimmt, muss ich jetzt hier drauf seinen Namen schreiben, dass er weiss, ah, der Brief gehört mir, den darf nur ich aufnehmen, alle anderen dürfen dort nicht reinschauen. Ich schreibe also an. Herr Fuchs, oder ich kann auch schreiben für Herr Fuchs. Und von wem das er ist? Von Francesca. Die, die noch nicht so gut schreiben können, ich habe jetzt nur geschrieben, können natürlich auch eine Zeichnung machen. Ich tue jetzt da gerade noch etwas reinmalen. Ich male meine Lieblingsfrucht, und zwar eine Banane. So. Alles Banane, 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 Banane. Banane! So. Ich kann nur zeichnen, wenn ich nicht schreiben kann. Aber das kann man probieren. Lieber. Und dann liebe Grüße. So. Vielleicht könnt euch Mami oder Papi dabei helfen. Und diesen Brief, den kann ich jetzt in den Briefkasten lassen. Und mal schauen, ob er mir den zurückschreibt. Ich habe Post gemacht und jetzt können wir unsere super Poststation brauchen, unseren Briefkasten, um den Brief runterzulassen. Das ist unser Hausbriefkasten. Ihr seht, wir haben rundum verziert. Es hat hier noch ein Fächli extra für Essenswünsche für die Eltern der Kinder von unserem Haus. Oder für auch sonst, wenn wir mal Essenswünsche wollen im Haus. Es hat einen für Liebesbrief, da ist ja etwas drin. Ja, den habe ich geschrieben. Was, oh, das hast du geschrieben? Ist für den Pierre. Ah, für den Pierre! Ja. Hier seht ihr gerade Pierre Schnauz, also Vor- und Nachname. Mustaschweg 3, das ist die Strasse im 6213 Berry. Dort an diesem Ort wohnt er. Und oben drauf natürlich noch eine Briefmarke, dass der wirklich ankommt. Mhm. Okay, also tun wir den Liebesbrief hier rein. Aber nicht lesen, gell? Das ist wirklich Nein, für Pierre. Ist für Pierre. Natürlich. Da ist ein Quatsch-Briefkasten extra raus. Und du kannst den für den Herrn Fuchs. Genau, das ist kein Quatschbrief, es ist kein Liebesbrief und es ist kein Essenswunsch. Darum kommt er in unseren normalen Schlitz rein. Ich tue den runter und ihr seht, da ist angeschrieben, wer der ist, dass die Person das auch weiss. So. Und ich tue ihn auch wieder raus. Nein, tue ich nicht. Und wenn ihr einen Brief jemandem schicken wollt, der halt nicht im gleichen Haus wohnt, müsst ihr die echte Post brauchen. Wenn zum Beispiel jemand, den ihr kennt, Geburtstag hat oder so. Oder jemand, den wir kennen. Jemand Tolles. Jemand ganz Tolles. Ein toller Bär. Mhm. Dann kann man dem eine Karte zeichnen und noch einen Brief dazu schreiben. Und dann den nachher aber eben halt in ein Kuvert und auf die richtige Post.
Adresse und Namen und richtige Adresse und Briefmarke, genau. Dass der da wirklich ankommt. Und wir haben extra Anpass drauf, dass er auch pünktlich ankommt. Der geht nämlich etwas schneller. Dann gehe ich das mit meinen Wahlunterlagen gerade heute noch auf die Post bringen. Gell? Gut. Ich bin schon fleissig am Briefe schreiben für unsere Nachbarskind. Und ich bin gespannt, wenn ich dann von Ihnen die Antwort bekommen werde. Viel Spass beim Briefeschreiben! Ihr könnt auch uns natürlich einen Brief schreiben, wenn ihr Lust habt. Oh ja. Mit der echten Post. Und dann schicken wir mit der echten Post zurück. Yeah! Cool!